das Thema R-Klasse Schwarz hat sich erledigt. Die R-Klasse ist nach Polen verkauft und das erfahrt ihr alles hier in diesem Video. Hallo Leute, wir sind hier in Kärnten in Hermagor auf dem Campingplatz mit unserem Hobby 650 UFF. Crafty Boy ist fertig repariert, alles in Ordnung. Gibt's ein guten Morgen-Tänzchen für die Community? Ja. Oh, der war geil, der war. Oh, das gibt Daumen hoch, Leute. Das gibt Daumen hoch, aber definitiv. Picobello laufen, Leute, der Kräfter ist komplett durchrepariert. Der hat den Fehler gefunden, das sind ja tausende von Unterdruckschläuchen. Und der hat dann gemerkt, dass eben da zwei Schläuche vertauscht waren. Ja, meine Lieben, kurz zwischendrin, das Thema R-Klasse Schwarz hat sich erledigt. Und zwar, Fahrzeug ist verkauft nach Polen in den Export. Das kurz als Information, somit Fahrzeug mit Motorschaden wird gerade geladen. Sehr nette Herrschaften, wir sind uns einig geworden. Hab noch die 20 Zoll Felgen runtergenommen. Somit habe ich dem Herrn noch ein bisschen am Preis was machen können. Und die 20 Zoll Felgen habe ich dann hier schön auf die weiße R-Klasse draufgebaut. Aber nichtsdestotrotz, es geht jetzt weiter mit unserem wunderbaren Ausflug nach Hermagor in nach Kärnten, Entschuldigung. Und da werdet ihr jetzt viel Spaß haben mit dem, was ihr im Video seht. Einen wunderschönen guten Tag hier von der Autobahn. Wir sind kurz vor Salzburg und wir haben ja schon angekündigt, beziehungsweise ich habe angekündigt, dass wir hier über diese vier Tage, wo heute der Feiertag ist, bis Sonntag, einen wunderschönen Campingausflug machen, beziehungsweise einen Test von unserem gekauften Hobbywohnwagen 650 UFF. Ich will ja immer, bevor ich die Wohnwagen verkaufe, diese in Realität einmal richtig testen, dass ich den Kundschaften dann auch sagen kann, so und so sieht's aus, das und das hat er, alles funktioniert und dann bin ich auch immer glücklich. Nicht, dass immer im Nachhinein noch irgendwas kommt. Ihr seht, ein wunderschöner langer Zug. Der Crafty Boy übrigens hat jetzt volle Genesung erfahren. Ich habe noch eine Werkstatt gefunden, wo ein traumhafter Meister arbeitet. Und zwar ist es das Lagerhaus in Lambach, der Jürgen. Vielen Dank, Jürgen. Ich muss mich also wirklich in aller Form bedanken. Du bist ein Mechaniker mit Passion und hast tatsächlich den Fehler gefunden. Es war nämlich so, dass bei VW ein Fehler gemacht wurde, nachdem der Turbo eingebaut wurde. Es wurden zwei Unterdruckschläuche verdreht angesteckt und ich, wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von dem Unterdrucksystem und der hat tatsächlich den Fehler gefunden und es ist so, dass der Crafter jetzt einwandfrei funktioniert. Es geht keine Vorglühleuchte mehr an, es geht kein Sauschwanzerl mehr an und der Wagen geht auch nicht mehr in den Notlauf. Aber ist es hier nicht ein prächtiger langer Zug heute? Das heißt, wir fahren jetzt nach Kärnten. Die Reise geht nach Hermagor, Nassfeld, in einen wunderschönen Bereich von Europarks. Europarks hat mehrere Campingplätze international, aber wir fahren, wie gesagt, nach Hermagor, Nassfeld. Da haben wir uns einen Komfortstellplatz gemietet mit Wasseranschluss, mit Abwasseranschluss und allem drum und dran. Da werden wir den Hobby 650 UFF, das heißt schönes großes Einzelbett, das werdet ihr aber später noch alles sehen, richtig auf Herz und Nieren testen, die alte Heizung richtig testen, jetzt auch den Crafter nochmal testen. Ich habe ihn gestern schon 100 Kilometer gefahren, keine einzige Fehlermeldung mehr. Ich weiß nicht, ob man da VW damit konfrontieren sollte, dass ein Mitarbeiter hier die Schläuche versteckt hat. Und also praktisch verdreht angesteckt hat und dadurch im Unterdrucksystem was nicht gestimmt hat und dadurch immer wieder die Fehlermeldungen kamen. Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob da VW, sag ich mal, kulanterweise sagen sollte, okay, dann übernehmen wir die Werkstattrechnung für diese Fehlersuche, weil ich habe das Auto von VW nicht ordentlich übergeben bekommen, beziehungsweise die haben ja Zugriff auf die Unterdruckpläne und könnten das ja letztendlich prüfen, weil die haben ja gewusst, dass er ständig noch den Fehler bringt und haben ja das Auto letztendlich so übergeben. Also das ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich nicht ganz mit einverstanden bin, aber
genug jetzt hier von der Tankstelle am Mondsee. Wir werden jetzt kurz einen Kaffee trinken und dann geht es mit diesem Riesenzug weiter Richtung Kärnten. Dann wird aufgebaut und ihr seid live die 4 Tage mit dabei. Das heißt, ich hoffe, dass ich das Ganze für euch toll einfangen kann. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Also ich muss schon sagen, das ist ein irre langer Zug. Und ich finde, das sieht optisch auch richtig geil aus. Dieser Hobby Premium, ich weiß auch nicht, den finde ich so gelungen von Hobby. Und mit diesem Crafter zusammen in Kombination, also ich muss schon gestehen, das gefällt mir sehr gut. Und hier haben wir noch schöne Magnettafel drauf gemacht. Ach ja, und übrigens, der Crafter ist verkauft. Das ist der letzte Einsatz von diesem Crafter. Der ist mir gestern abgekauft worden, allerdings mit der Option, dass ich noch die 4 Tage hier den Campingausflug mache, beziehungsweise den Test von diesem wunderschönen 650 UFF Premium. Und das Campingmodul, das habe ich raus. Und hier haben wir Fahrräder, Werkzeugtasche, da haben wir einen Grill, sogar einen Ständer für einen Sonnenschirm, Schuhe, Wasser, Getränke, Apfelsaftschorle, ein bisschen Campingzeug und natürlich im Wohnwagen haben wir auch noch das ein oder andere. Und ganz wichtig, eine schöne Kühlbox. Und was gehört zu einer schönen Autobahnfahrt dazu? Ein wunderschöner, großer, fetter Stau. Wir haben jetzt 200 Kilometer hinter uns und jetzt geht's in die schöne Feistritz-Ecke hier. Ich finde es wunderschön. 17 Kilometer noch, dann haben wir es geschafft und sind beim Campingplatz. Was hast denn du da angegabelt? Ich habe mir Go-Kart gemietet. Das heißt, du kannst hier Go-Kart mieten, oder was? Ja. Und was kostet das? 5 Euro für 2 Stunden. Also in der Stunde 2,50 Euro. Und was hast du schon entdeckt hier? Das Freibad habe ich schon, also das Hallenbad. Ich habe das Hallenbad und das Freibad. Ich habe das Hallenbad und das Freibad schon entdeckt. Das ist eine sehr schöne Anlage da oben. Also und was ist das für ein oranges Ding, was du am Arm hast? Das ist der Chip. Der Chip? Da habe ich. Bist du jetzt gechippt? Zugang zu allen Räumen hier bei dem Campingplatz. Aha. Also das heißt Freibad, Hallenbad, Sauna, dann sämtliche Umkleiden. Hier die Schranke kann ich theoretisch mit dem Ding aufmachen. Okay. Schon richtig cool. Also viel Spaß. Danke. Es ist vollbracht. Die ganze Kiste steht mitsamt dem Vorzelt. Grill aufgebaut, Stühle raus, Tische aufgebaut und der Kleine, der rotzt da schon mit dem Go-Kart umeinander. Es ist so, wir sind hier über eine Passstraße dahergekommen. Irgendwas mit Pass Lüg oder wie das Ding hier heißt. Das war grausam, weil wir sind ja hier in, wie heißt es nochmal? Hermagor. Hermagor Nassfeld. Und es ist so, wunderbarer Campingplatz, also wirklich traumhaft. Traumhaft schön, super Rezeption, super nett. Ich zeige euch nachher auch noch einen Plan. Das ist wirklich ein geiler Platz, muss ich sagen. Das nennt sich auch Europarks hier. Da oben sind die Sanitäranlagen, Toiletten, Freibad, Hallenbad, Restaurant, alles ist da. Aber was ich sagen wollte, dieser Pass Lüg, wir sind da hier über diesen Riesenberg da im Hintergrund, sind wir drüber gekommen.
Also das war nicht gut. Da wäre es am besten gewesen, wir wären über Villach, also bis Villach runtergefahren und dann eben die 30 Kilometer hierher, weil das war schon ziemlich berghoch und ziemlich bergrunter. Das muss man seinem Auto, sage ich mal, nicht wirklich antun und vor allem auch nicht mit so einem Hänger. Aber es ging, kräftiger Kräfter, der ist picobello gelaufen. Leute, der Kräfter ist komplett durchrepariert. Der Kräfter ist fertig, keine Fehlermeldungen mehr. Gar nichts mehr, berghoch, bergrunter. Das war tatsächlich diese Unterdruckschläuche, die da versteckt waren. Unglaublich, dass VW überhaupt so eine Arbeit abliefert und das, sage ich mal, berechnet. Also das ist, ja, und ich habe es ja mehrfach erwähnt, dass es so ist, ne? Dass die gesagt haben, ja komm, dann bring das Auto nochmal daher, da schauen wir nach. Nix, berechnet, Rechnung, zack. Also das fand ich nicht ganz so okay, ja. Aber wie gesagt, er funktioniert jetzt. Ich muss nochmals das Lob ans Lagerhaus aussprechen in Lambach. Die haben einen ganz tollen Meister, die haben eine ganz tolle Werkstatt und da werde ich auch in Zukunft, wenn ich so komplizierte Sachen habe, die haben auch das High-End-Bosch-Testsystem, das ist perfekt, da werde ich sowas hinbringen, denn es ist wirklich so, der hat den Fehler gefunden, das sind ja tausende von Unterdruckschläuchen und der hat dann gemerkt, dass eben da zwei Schläuche vertauscht waren und das war der Grund, warum er mir ständig diesen Fehler gebracht hat mit Leitschaufeln hängen irgendwie und die Turboregelklappe und Turboregelsensor und weiß der Geier was, also ständig komische Fehler, aber nur beim Bergabfahren. Das war irgendwie mit dem Rückstau von der Auspuffanlage, was auch immer, da hat dann eben das ganze System gesponnen. Aber wie ihr seht, Crafty Boy steht, der übrigens verkauft, den hat mir gestern noch jemand abgekauft, beziehungsweise habe ich gesagt, hör zu, du kannst das Auto haben, aber er ist noch eingeplant hier für die 4 Tage Ausflug mit dem Wohnwagen. Und ich muss sagen, dieser UFF, der macht sich da richtig gut auf dem Plätzchen. Wir haben hier Festwasseranschluss, wir haben hier ein Abwasser, wo wir unsere Rohre gelegt haben, das kann ich euch auch gleich mal zeigen. Also hier haben wir unser Festwasser. Und auch, ihr seht, diese graue Leitung, die habe ich unter dem Wohnwagen durchgeschleust. Das ist unser Abwasser. Das ist perfekt. Das ist hier mit am Platz. Unser Zeltchen steht. Der Hund ist schon draußen. Und sonst sich ein bisschen. Hallo Kira, grüß dich. Und du bist jetzt auch soweit, ne? Ja, soweit fertig. Kannst du dieser Ding bitte? Ich bitte dich. Ja, das mache ich später. Sie will, dass ich diese Schnur da woanders hinbringe. Gibt es was zu essen bald mal? Nein. Ich habe aber Hunger. Heute nichts. Ja, schließ die Dinger an. Die Grill da. Aha. Ja, das mache ich, wenn ich mit dem Film hier fertig bin. Einverstanden? Ja, dann ist tschüss. Ja, also hier steht die Premium-Kiste. Hier ist der Eingang. Innen drin seht ihr später dann nochmal. Aber hier haben wir unsere schöne Kühlbox hingestellt. Da haben wir unsere Getränke. Susi hat schon Abfall gerichtet. Stromanschluss. Hier haben wir einen Tisch für innen drin. Sollte es regnen, haben wir hier ein kleines Vorzelt. Da habt ihr ja gesehen, wie wir das gerade aufgebaut haben im Zeitraffer. Und jetzt werde ich der Susi ihren Gasgrill. Da haben wir einmal hier für einen großen Kochtopf einen. Und dann haben wir hier so ein, ja, für die Steaks, fürs Fleisch, einen schönen Grill. Und hier mal noch kurz, wie versprochen, der Plan von dem Europarks Hermagor Nassfeld. Hier auch die Adresse, dass ihr das seht. Und so sehen die Stellplätze aus. Und hier die ganzen Facilities, was es alles gibt. Outdoor-Pool, Indoor-Pool, Kletterturm für die Kinder, Naturschwimmbad, Liegewiese, Cinemax, Spielplatz, E-Tankstelle, alles da, Fitness gegen Gebühr. Das passt soweit. Wirtshaus, ganz wichtig für mich. Und wir stehen hier. Wir haben hier einen Komfortplatz. Wir sind die 146. Ja. Ich habe mich jetzt erstmal in den Sessel geflaggt. Mir tut's kreuzweh. Ich habe jetzt nur geackert. Susi natürlich auch. Der Kleine hat sich gleich verpisst mit dem Go-Kart. Und da oben schön die Bergspitze. So richtig schön in den Wolken drin. Ich versuche das mal größer reinzukriegen hier. Das ist echt schön, gefällt mir gut. Gute Aussicht. Und der Premium ist echt schmucke. Mit dem Zelt hier vorne dran. Jetzt unsere Grillstation, fertig aufgebaut. Das kann sich sehen lassen. Und herrliches Wetter hier.
strahlend blauer Himmel mit strahlend weißen Wolken. Und das Wetter soll schön werden für die nächsten 4 Tage. Ihr habt es im letzten Video gesehen, Motorschaden, Mercedes-Benz R-Klasse. Und ich bin hier voll der A. Aber nichtsdestotrotz erstmal schön ins verlängerte Wochenende. Hier hinten mein Hobby Premium 650 UFF. Hier die Susi, die kocht jetzt schönes Essen für mich. Das musst du erstmal rausfinden, wie das alles funktioniert. Das schaffst du schon, Susi. Ich kann nicht alles auf einmal. Brauchst du nicht, brauchst du nicht. Das schaffst du schon. Meine Tattoo-Maus. Das sieht ja schon mal richtig lecker aus hier. Boah, was hast du da? Was ist das? Käse oder was ist das? Käse und Fleischleiberl und... Juhu! Und du kleine Maus kriegst auch was zum Essen. Hm, du kleines Mäuschen, jo. Du kriegst auch was zum Essen. Für dich ist das jetzt ganz schlimm, ne? Weil du hast hier die ganzen Gerüche. Leute, ich will euch ja keinen Hunger machen, aber einen richtig geilen Salat gibt's auch noch. Juhu! Und du hast dir das Hallenbad schon angeschaut, oder was? Ja, da war sogar schon drin, also nicht im Wasser, sondern einfach nur reingeschaut. Und wie schaut es aus da drin? Also es ist sehr so Schränke und so und Pult, wo man sich die Haare führen kann. Mit sehr viel Naturholz gehalten. Und das Becken selber? Und das Becken selber ist auch sehr schön. Ja, groß oder klein eher? Groß schon, also ich würde schon mal rechnen mit 15 Meter Länge und 8 Meter Breite ungefähr, also 15 mal 8 Meter. War ein absolut gelungenes Essen, Volltreffer. Vielen Dank, liebe Susi. Danke, Mama. So sieht jetzt mal das Sanitärhaus Mitte hier auf dem Campingplatz aus. Richtig gute Toiletten, Wäscheraum, Skistall, Hundesalon. Also sehr gepflegt, sehr sauber. Ich war da auch schon. Hier oben sind die Duschen. Aber das sieht richtig gut aus, du. Und so gibt's 5 Einrichtungen, die genauso aussehen, weil wenn der Campingplatz natürlich voll ist und das ist nur das Sanitätshaus Mitte. Das heißt, das Ganze gibt es insgesamt 3-mal. Schön, wasche, wasche. Darf ich abwaschen, Schatzi? Ja. Ich will abwaschen. Ja. Okay. Carlos, was dursten? Na dann, viel Spaß. Das hier ist übrigens die Kinderanlage. Die ist ab 20 Uhr geschlossen. Aber das sieht auch toll aus. Hier gibt es Duschen, Umkleide, alles für die Kids. Und Kira, komm, wir müssen draußen bleiben. Komm, ja. Ja, schönes kleines Kinderparadies. Und hier steht ein anderer Premium. Aber da sieht man mal, die haben Probleme mit diesen schwarzen Fenstern. Das ist auch schon gerissen und die haben da richtig fett Kit drauf gegeben. Ja, weil irgendwie Para irgendwas heißt diese Fensterlieferfirma und die gibt es scheinbar nicht mehr. Ja, ein Kollege aus Tschechien. Genau, und über diesen mega Berg hier sind wir rübergefahren, um hier runter zu kommen. Aber richtig schön. Tolles Wetter erwischt. Hier sind übrigens ein paar Mobile Homes, die man mieten kann. Das heißt, einfach mit dem Auto herkommen und dann da drin abhängen. Hier geht es jetzt zum Spa. Und hier ist auch das Freibad. Das ist aber, glaube ich, aktuell noch geschlossen. Und ein Kinderbecken ist auch dabei. Also hinten ein größeres Becken aus Edelstahl, so wie das aussieht. Und hier vorne ein kleines Kinderbecken, ebenso aus Edelstahl. Und jetzt schauen wir uns mal das Hallenbad an. Alles geht hier mit einem Chip. Zack. Garderobe, Pool, Relax. Hier schöne Umkleide und da geht's zum Pool. So, auch wieder mit dem Chip dran und dann geht die Tür auf. Aha. Und so sieht das Pool hier aus. Richtig schön. Wow. Ordentliche Duschen gibt's auch. Und von Massage, Fitness, Sauna, Pool, Garderobe. Das gibt's dann alles hier hinten, aber das gucke ich mir jetzt mal noch nicht an. Und hier oben ist dann auch das Wirtshaus. Wir sind natürlich vor der Saison da.
noch nichts los. Auch der Campingplatz aktuell ist recht entspannt, aber wirklich eine sehr, sehr schöne Anlage. Dann morgen. Ein neuer Tag. Guten Morgen, Carlos. Wie hast du geschlafen? Ja, toll eigentlich. Ja, tust du gleich zocken, oder was? Ja, ein bisschen. Und du bist auch, ja, ich bin ja da. Ich bin ja da, mein Spatzele, jo, ich bin ja da. So, und ich war jetzt Brötchen holen. Guten Morgen, Susi. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Ganz ehrlich. Ja, also ganz gut, aber ich habe ein bisschen Kreuzweh. Also ich brauche noch ein Kira. Also einer von euch beiden hat geschnarcht. Das war der Carlos und du im Anfang. Oh. Und ich habe jetzt lecker Brötchen geholt vom Spar. Die Susi hat hier vorne schon wieder alles zurückgebaut, weil Carlos und Susi haben hier vorne geschlafen. Und jetzt gibt's leckeres Frühstück, magst Leute. Magst du weichgekochte Eier? Ja, natürlich mag ich weichgekochte Eier. Bitte. Da ist die Hart, da aha, ist die Medium, Mitte, ja, und da ist weich. Die weich. Und hier genau, ist die Angabe von der Eier, oder? Genau, richtig. Okay, und so wie viele Eier brauchen wir? Also ich esse zwei. Carlos? Ich esse auch zwei. Okay, dann 2, 2, 1, 5. Juhu, dann gibt's ein Guten Morgen Tänzchen für die Community? Ja. Ah. Oh, der war geil, der war. Oh, das gibt Daumen hoch, Leute. Das gibt Daumen hoch, aber definitiv. Und du bist jetzt endlich mal ruhig. Die will wieder da hinten hoch, schau. Okay, jetzt gibt's erstmal gutes Frühstück. Die Tafel ist gedeckt und die weichgekochten Eier auf den Punkt perfekt. Und dir schmeckt es auch schon, Kollege. Aber richtig. Mm. Susi, danke für das tolle Frühstück. Bitte. Oh, frisch gepresster Orangensaft. Mm. Mama, hast du noch schon ein Tänzchen für die Community gemacht? Du bist ein Aff, wenn, dann tue ich das bestellen hier. Das darf nur ich, gell, Schatzi? Ja, ich esse jetzt. Ja. Oh, der war geil, der war. Oh. Ich muss ja dazu erwähnen, Susi war ja früher professionelle Community-Tänzerin. Aber Scherz beiseite, ich habe auch sehr gut geschlafen. Die alte Heizung, die hat gestern Probleme gemacht. Die wollte einfach nicht anspringen. Es wollte kein heißes Wasser kommen. Es wollte keine warme Luft kommen. Und dann bin ich dem Fehler auf die Spur gegangen und dann habe ich hier unten, da wo die Heizung verbaut ist, die Tür aufgemacht. Und was sehe ich da nicht? Ein Wasserkocher steht da drin, dann stehen die ganzen Putzmittel drin, dann steht irgendeine Kiste drin. Und was hat die Susi fabriziert? Hat beim Reinräumen mir ein Käbelchen von der Steuerung rausgerissen. Und ich habe den Fehler zum Glück gefunden. Dann ist das Warmwasser auch gleich schön warm geworden. Und wir hatten wunderbare 21 Grad. Eine super chillige Nacht, weil draußen ist noch richtig kalt. Was schätzt du, wie viel Grad draußen noch ist? Es war bestimmt unter 8 Grad draußen, oder? Heute Nacht. Ja. Also alles nass, feucht. Also, und hier drin war eine herrliche... Also ich muss wirklich gestehen, im Gegensatz zu einer Gasheizung Traumatik ist mir die alte Heizung 10.000 Mal lieber. Das war wirklich eine sehr angenehme, durchgehende warme Luft und sehr leise. Also da läuft eine kleine Umwälzpumpe, die hört man, aber so minimal, die ist in der Toilette verbaut, die Toilette ist auch zu und dann, ja, wie gesagt, das war wirklich eine sehr angenehme Nacht. Ich habe herrlich geschlafen. Kühlschrank funktioniert wunderbar und du hast auch geduscht gestern, ne? Ja. Wie war das? Gut. Sehr gut. Also das hat auch gut funktioniert, weil wir waren im Hallenbad, Carlos und ich. Wir haben dann im Hallenbad geduscht final, aber die Susi hat die Dusche ausprobiert und ansonsten funktionell ist alles, ne? Aber ich glaube, diese Kabel oder so, weil das war oben. Ja. Und da habe ich oben nichts zu tun. Das vielleicht wegen Schatzi, der Fahrt rausgerissen. Ja, ja. Weil die Kocher war du die tust andere nie was. Seite. Die Ding war die andere Seite, ja, die Putzmittel. Und da steht dieser Ding in der Mitte und das war man da muss oben dazu sagen, nein, die Susi ist heilig und die tut nie was. Ja, nein, die Susi macht nie was. Die Susi, du was. Aber Papa, da muss ich da Mama auch wirklich recht geben. Danke. Oh, 2 gegen 1 jetzt. Früher, nein, also stopp, fertig, nein, ausatmen. Jetzt lass mich mal ausreden. Wir sind gestern so eine heftige Passstraße runtergefahren, wo so richtig
richtig viele Hupel waren. Bist gerade am Kotzen? Ja, ungefähr. Und da waren auch so viele Hupel, also die Straßenbedingungen waren jetzt nicht unbedingt die besten, dass vielleicht da das Kabel rausgekupft ist. Und alles klar. Und der TV war ja danach auch ein bisschen rausgerissen da, da vorne. Rausgerissen. Da ist aus der Halterung rausgehüpft und war ausgefahren, mehr oder weniger. Da ist gar nichts passiert. Na, alles in Ordnung. Aber ich wünsche euch jetzt trotzdem ein wunderschönes Frühstück. Genießt es. Also ich war das nicht. Das war die Straße. Genau, die Kira war's. Die Kira war's. Du war's. Genau, Kira war's. Während die Susi jetzt sauber macht, möchte ich noch kurz auf den Mercedes-Benz R-Klasse zu sprechen kommen. Es ist ja so, im letzten Video habt ihr gesehen, kapitaler Motorschaden. Ich habe die Schnauze sowas von voll gehabt. Und ich habe einen sehr netten polnischen Partner, der mir öfters Autos in den Export kauft. Somit war es so, dass ich ihn angerufen habe. Er kam dann über die Nacht gefahren mit seinem schönen weißen Porsche Cayenne GTS und einem Riesenhänger. Und dann haben wir das Auto aufgeladen, mit der Seilwinde da hochgezogen. Und dann ist es so gewesen, dass er mir dafür 5000 Euro gegeben hat. Ich hatte vorher noch die 20 Zoll Felgen mit sehr guten neuen Michelin-Reifen abmontiert, habe die auf die weiße R-Klasse drauf montiert und dadurch, dass ich das Auto hier von Österreich exportiere, eben ins Ausland, ist es so, dass hier die Nova zurückerstattet wird. Das habe ich dann errechnet, das sind auch noch ca. 1500 Euro. Wie ihr wisst, das Auto hatte ich für 8000 Euro eingekauft. Und somit bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen. Also das ganz kurz mal noch zur R-Klassensituation. A few moments later. So, ich radel mal ganz gemütlich jetzt durch den Campingplatz, damit ihr hier auch mal ein bisschen einen Eindruck kriegt. Hier wieder so Mobile Homes, unheimlich viele Stellplätze. Hier hinten ist noch ein Kinderspielplatz auf der rechten Seite. Eigentlich schön, wenn nicht so viel los ist. Im Sommer kann ich mir gut vorstellen, ist hier richtig die Hölle los. Aber auch hier die Landschaft drumherum ist wirklich, ja, gesegnet eigentlich. Toller Campingplatz. Und die halten hier auch alles schön in Ordnung. Biege ich hier mal links ab. Hier sind auch Sanitärräume für den hinteren Bereich. Auch für Behinderte ist hier alles toll gemacht. Ja, und der Campingplatz ist riesig. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Stellplätze der hat. Also da ist im Sommer richtig eine Geldeinnahme möglich. Aber wird auch sehr gut maintained, muss man sagen. Also es ist alles wirklich in jedem Eckchen gepflegt und gehegt. Da liegt kein Schmutz rum. Überall hängen Feuerlöscher. Sieht man hier auch an den Laternen und überall Sanitäranlagen und Mobile Homes wieder zwischendrin und auch Langzeitcamper, so wie das hier aussieht, gibt es auch einige. Aber jetzt fahre ich mal vor zur Rezeption, zeige euch mal den Schrankeneingang. Ich bin wirklich zufrieden. Hier ist unser Plätzchen, Crafty Boy, und wir haben natürlich wieder Glück mit dem Wetter. Das ist herrlich hier. Ich bin heute Morgen schon, das habt ihr ja vorhin mitgekriegt, mit dem Fahrrad nach Hermagor reingeradelt und habe Brötchen geholt beim Spar, weil die Brötchen hier sind mir ein bisschen zu teuer. Also 1,50 für so eine Kornsemmel habe ich keine Lust zu zahlen. Habe ich gedacht, ich fahre mit dem Fahrrad lieber mal in den Ort rein. So, jetzt Achtung. Hier ist die Rezeption und da muss man mit so einem orangenen Band, was ich hier habe, muss man hier dran. Zack. Und schon geht die Schranke auf. Und dann kann man rausfahren. Und hier wäre dann eben der Eingang zur Rezeption, wo man sich mal schön anmelden kann. Und der Müll, der muss dann hier hin. Da kann man den ganzen Müll entsorgen, da hinten. So sieht das Ganze hier von der Einfahrt aus. Also alles sehr ansprechend und sehr übersichtlich gemacht. Tolle Anlage. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Und wieder klack. Schranke geht auf. Und dann kann der Dirk hier mit seinem Fahrradl durchfahren. Und jetzt fahre ich mal noch hier hoch.
Da ist auch noch einiges zu sehen. Das ist der Weg wieder hier zum Schwimmbad hoch. Ich habe mir auch die Saunas angeschaut. Es gibt also drei Saunaanlagen. Dann so Kaltwasserbecken, Ruheräume, Hallenbad. Dann gibt es einen Schwimmteich außen noch. Vielleicht kann ich den auch kurz einblenden. Denn der ist jetzt noch nicht eingelassen. Der befindet sich irgendwo da hinten rechts. Und das Freibad ist auch noch nicht frei. Also ist nur das Hallenbad aktuell in Betrieb. Aber ich kann ja mal hier reinfahren. Hier gibt es auch noch schöne Apartments, die man mieten kann. Also wie ein Hotel. Das nennt sich Alpine Lodge 2. Und hier ist die Alpine Lodge 1. Und da oben ist eben dieser Schwimmteich. Aber der ist nicht eingelassen. Vielleicht sieht man das jetzt. Und hier auf der Seite wäre dann noch das Freibad. Hier oben. Aber das ist auch noch zu. Und hier oben, das habt ihr gestern schon gesehen, das Restaurant. Und das ist eigentlich der ganze Campingplatz. Und dann geht es wieder hier runter. Und das ist ja der Bereich, wo wir sind. Eben mit diesen guten sanitären Anlagen. Sehr sauber. Jeden Tag wirklich mehrfach geputzt. Auch die Abspülräume zum Geschirrwaschen. Und hier dieser Kinderplatz. Überall Feuerlöscher. Also wirklich top ausgestattet. Ich meine, vielleicht muss es ja heutzutage auch schon so sein. Aber ja, und dann sind wir wieder bei unserem Platz. One eternity later. Und wir sind unterwegs mit dem Fahrradl durch die Berge hier bei Hermagor. Und es ist wunderschön. Kira hat ein bisschen einen Stress mit dem Hundi. Der will nur gucken. Aber Susi nimmt ja die Kira immer mit. Haben wir da extra das Fahrradl dementsprechend umgebaut. Aber ich drehe jetzt mal die Kamera um. Ihr müsst mal schauen, wie toll das hier ausschaut. So schaut es nämlich aus. Wunderschön. Na, tolle Tour. Sehr zu empfehlen hier, Hermagor. Jetzt sind wir Hermagor hinten reingekommen. Haben die ganze Bergabfahrt hier gemacht. Das war super toll. Aber mit Vorsicht zu genießen, weil alle Schotterwege sind. Aber es ist wirklich sehr, sehr angenehm hier. Teilweise auch sehr viele Kuppelstraßen, also wo die Straßenbedingungen nicht so gut sind. Wir sind jetzt in Hermagor im Zentrum von der Altstadt. Und wir sitzen hier in einem Dönerlokal, das heißt Istanbul. Und das sieht sehr lecker aus. Also wir werden jetzt hier mal so ein richtiges schönes Döner-Kebab-Brötchen essen. Und ich sage euch nachher, ob es gut war oder nicht, weil die Kebabs bei uns in der Gegend nicht so dolle. Aber ich esse so gerne Kebab, beziehungsweise ich esse so gerne. Ich habe gewusst, dass du diesen Geruch merkst und wir müssen sofort umdrehen. Hast du recht, hast du recht. Aber der einzige gute Kebabmann bei uns in der Gegend ist im Vöcklabruck. Das ist wirklich der, den man essen kann. Ja, der ist gut. In Adnang meinst du? Furz trocken und die Soße sind voll wässrig und nicht so schön dickflüssig. Ja, der in Adnang, der ist ganz gut. Und im Globus Deutschland da. Freilassing. Globus. Da, ja, Freilassing. Bei deiner Freundin. Freilassing. Es ist Freilassing außerhalb der Globus. Ja, ja. Das ist super. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Und deiner auch, ne? Carlos, glaub, der Sapper schon rauf. Großer Test. Schneekettenbiss. Pass auf, auf Oh, 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 oh. Also der Döner, Leute. Oh, ein Gedicht, sehr zu empfehlen. Mm. 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 Und was hast du da? Pizza Rucola. Ja. Guten Appetit. Mm. Wir haben schon wieder einen neuen Tag. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für das Schauen von diesem Video. Lasst mir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ein Like da. Auch den Kanal abonnieren. Wir haben jetzt fast die 10.000 Abonnenten erreicht. Und ich muss sagen, hier in Hermagor, das war wirklich herrlich. Wir waren jetzt 4 Tage hier, natürlich mit An- und Abreise. Ich habe perfekt geschlafen. Wohnwagen hat soweit alles super funktioniert. Von der Wasserseite aus war alles
perfekt. Ich hatte zwei Fehler, und zwar einmal einen Lüfterfehler von dieser alte 3020 Heizung, die hier verbaut ist, und einmal diesen Fehler, den ihr vorhin schon gehört habt, aber da war ja nur versehentlich das Kabel abgezogen. Das musste man wieder anstecken und dann ging wieder alles. Ich zeige euch jetzt mal noch schnell im Manual, wie der Fehler hier heißt und wie die beschrieben sind. Hier haben wir einmal diesen Fan Failure. Der resettet sich aber wieder nach 5 Minuten. Den hatte ich heute Nacht. Warum auch immer. Sollte sich da jemand auskennen, kann er gern in die Kommentare schreiben, warum dieser Fehler auftreten kann. Ich musste einfach die Heizung an, ausschalten. Dann war das Ding behoben und hat wunderbare 22 Grad in der Nacht gemacht. Gasfehler ist klar. Das ist, wenn das Gas nicht angeschlossen ist oder der Hahn nicht zugemacht wurde. Ach ja, übrigens, Susi, hast du den Gashahn zugemacht von der Heizung? Alles klar. Okay. So, das heißt, wenn man die Heizung nicht mehr braucht, natürlich Gashahn zumachen. Und Overheat Red Fail, das war eben diese Überhitzung, rotes Kabel, steht auch hier nochmal klar. Das war eben, das Steuerungskabel war nicht angesteckt. Und das habe ich ja wieder behoben gehabt. Ansonsten hat die Heizung wirklich perfekt funktioniert. Und ich werde noch in der Halle dann mal die elektrische Seite prüfen, weil wir haben jetzt nur gasseitig geprüft, weil hier am Campingplatz natürlich der Strom Geld kostet. Die ersten 5 kW sind frei. Ja, ich kann nur sagen, Hermagor Europarks, dieser Campingplatz war wirklich 5 Sterne von 5 Sternen. Ich kann mich nicht beklagen. Ich war jetzt auch gerade noch mal duschen. Ich habe jetzt mal 2 Sanitäranlagen verschieden ausprobiert die letzten 2 Tage. Und man kommt überall mit diesem Bundle da rein. War alles sehr sauber. Auch die Duschen, richtig Druck auf dem Wasser. Das heißt, da bimpert es nicht einfach nur so raus, sondern das ist ein richtiger, herrlicher Wasserstrahl, dass man auch richtig gescheit duschen kann. Bico bello sauber. Wirklich gibt es überhaupt nichts zu meckern. In diesem Sinne, ich hoffe, euch haben die Eindrücke ein bisschen gefallen. Ich verbleibe somit, euer Dirk von Plutonium Performance. Danke fürs Schauen. Ciao, Baba.